Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren wunderschönen Teil heute am Samstagabend auf Twitch mit Risen, mit euch, mit mir. Ja, wir sind gerade dabei, Echsenmenschen abzuschlachten. Ja, das ist leider so, dass die haben ihren Lebenssinn erfüllt. Ja, die braucht, die vermisst keiner und die müssen weg. Wir müssen nämlich die Rüstung eines Titanenlords sammeln, die Rüstungsteile. Und die Echsenmenschen sind ehrlich gesagt eine ganz, ganz heiße Spur, was das betrifft. Wenn wir sie folgen, wenn wir ihnen folgen, wenn wir sie fertig machen, oh mein Gott, dann werden wir dorthin kommen, wo wir hinkommen. So. Und ohne Patty geht sowieso nichts. Wow, den hat es gerade wieder weggeschnepft. Wusch. Wow. Wow. Patty? Betty, Betty, ich brauch dich. Betty, 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 Betty. Ich muss mich heilen. Wow. Das Heilen hat sie super viel gebracht, nämlich gar nichts. Pff, du Sau. Ja, ja. Du elendiger Mistfink, du dreckiger. Alter, stirb! Jawohl, Betty hat's geschafft. Ja, ja. Wow, Betty, du bist dran. Oder wir? Wow. Ja, das ist richtig. Hui, caramba. Wir müssen mal was saufen. Wieder mal. Puh, das ist echt heftig. Aber gut. Gut, speichern wir dann. So. Ja. Ich weiß gar nicht, waren wir da unten schon? Diese Ruinen machen mir Angst. Tatsächlich? Dann solltest du dir mal die Tempelruinen der Echsen ansehen. Die sind beängstigend. Mir reichen schon diese alten Gemäuer hier. Jetzt wird es nämlich dunkel auch noch. Das ist nämlich doof, dass sie Angst kriegt, weil wir können da nicht tiefer runter. Glaube ich. Was aber eigentlich eh wurscht ist, weil kein Skelett macht so viel Damage wie diese Mistviecher, diese nettigen. So, da ist auch eine Goldader. Die werden wir auch noch schnell mitnehmen. Also die Gold Nuggets. So. Hier gibt's nichts zu holen. Das habe ich schon gemacht. Okay. Hab nichts gesagt. Okay. Und da vorne geht's schon weiter mit der Bagage. Ja, ist so. Komm her, du Würstelsierer. Jawohl. Wow. Ja. Wow. Ja. Fast. Wow. Ja. Sehr gut. Das war's mit dem Vieh. Ja, das war's mit dem Vieh. Das ist wohl wahr. So. Keine Schwerter mehr? Doch. Und du? Da oben. Puh, wieder speichern. Ich muss mich mal kurz hinlegen. Da unten nämlich ist eigentlich ein Bettchen. Ich habe nur keine Ahnung. Ja, dürft gehen. Sag mal, du willst doch wohl nicht da runter in die Ruine, oder? Und wenn es so wäre? Sagtest du nicht, du willst zu einem Wasserfall? Da unten wirst du keinen finden. Ich will schlafen. Geht das? So, bis mittags pennen, das passt. So, ich hoffe, Patty ist noch da. Ja, passt.
Und es regnet. Fein. Aber wir sind genesen. Das ist schön. So. Und weiter geht die Hetz. Die grummeln an allen Ecken und Enden, oder? Die grummeln schon so laut, da hat man das Gefühl, die stehen da oben oder unten. Hey, willst du mich etwa wieder in diesen fürchterlichen Raum sperren, oder was soll das? Natürlich nicht, ich war nur neugierig. Eben. Lass uns hier wieder abhauen, ja? Ich hasse diesen Ort. Ja. Na gut, Gnädigste. Hallo. Kackwurst. Au. Ja, bist du deppert. Jawohl. Ja gut, Butter Deichsel. Ja, fast. Der ist hin. Der sah hin. Ja, so ist es richtig. So, schön niedergemetzelt. Halleluja, Maracuja. Betty geht's gut. Das Kackschwert ist weg, glaube ich. Macht nichts. Oh, das ist echt wow. So, ja. Fortsetzen. Das ist echt wow. Hallo, oh, Blindfisch. Oh. Wow. Jawohl. Ja. Wow. Ja, war klar, ne? War so klar hier. Du Mistfink. Ich musste mal sterben. Das ist der Pflicht. Der Pflichtvibe. Hi. Das ist der Pflichtvibe, den man hat. Da. So, da la. Na, du Mistfink. Komm her. Oh, das wird lustig. Wow. Der wird dich einmal hauen, ne? Das schaust du wieder aus. Bist schon hergerichtet. Ja. Ah. Bäm. Ja, jawohl. So ist es richtig. Dann trinken wir wieder was. Bröstelchen. Tja, synchron trinken. So, wieder schön speichern. So, und fortsetzen. Jo, Gauner. Ich spiele Gauner. Bandit. Aufgepasst! So. Ja. Ja. Hey. Na komm her. Hallo, hallo, hallo. So geht das nicht. Ich auch. Die haben sicher Tollwut. Die arme Betty, Alter. Au. Ich muss mal saufen, ey. Du dreckiger. Echt. Au. Jawohl, der erste ist schon mal weg. Oder da kommt ja der nächste schon wieder. Jawohl, der ist auch gleich erledigt. Ja, super. Gut gemacht, Betty. Au. Au, au, au. Jawohl. Bist du deppert. Uiuiuiui. Jawohl. Nur noch einer. Komm, Betty, du schaffst das. Bam. Oh, warte, ich lese gleich. Warte kurz. Den einen muss ich noch schnell umhauen, sonst bringt er mich um. Dann lese ich gleich den Chat. Moment. Jawohl. Schnell trinken. So. Warte mal kurz, der Bildschirm ist zu weit weg. Warte kurz, warte kurz.
Nö, Kauper bin ich nicht, ne? Also, was du da, den Link, den du da reingepostet hast, den bin ich nicht, nein. Oder der, die, das, wie auch immer. Sockerbraut. Ist mein, ja, Name sozusagen. Mein Spielername sozusagen, ja. Wir sollten uns wieder trennen. Na, bist du narrisch? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich habe den Bildschirm etwas weiter drüben. Ich müsste weiter herrücken. Ja. Entschuldige. So. Jo. Komm her. Schön ausgelootet. Perfekt. So. Okay. Dann bin ich, dann ist das Kauper. Ja. Auf jeden Fall, ich bin gerade dabei, hier die Teile zusammenzusammeln für die Rüstung für den Titanenlord und so, ne? Und ganz ehrlich, ohne Patty wäre das hier echt ein Schlachtfest. Also kein angenehmes Schlachtfest, sagen wir so. Ah, sie ist echt stark, die Patty. Wahnsinn. So. Hi. Alter, jetzt komm. Jaja, ist schon gut. Immer schön der Reihe nach. Der Anführer. Mist. Elite und Anführer. Sehr gute Kombination. Jaja, ist schon gut. Ich werde gleich abnippeln. Patty tankt, das ist sehr gut. Schnell mal was saufen wieder mal. So. Na komm, zack. Jo, der Anführer ist hin. 3 von 4, wow. Sehr gut. Bam, aua, du Dreckschwein. Hallo, gehört sich das? Nein. Wow. Jetzt gehen die wieder alle auf mich. Sehr schön. Bam, jawohl, so muss das ausschauen. Na, geh ein. Bam, na komm. War das alles? Ja, supi. Beste Geschaut. Bald wird die ganze Insel voll sein mit Echsenfleisch. Das ist eine Notration. So. Speichern wollte ich gerade. So, ja, ja. Und der Fortsetzen, da. So, na Schnucki. Oh, da ist eine Kiste. War noch nie da. War die schon. Oh. Au. Yeah. Was haben wir denn da? Schwere Truhe. Haben die daher geschleppt? Muss sein. Na toll. So. 1, 2, 3. 1, 2. Jawohl. Was haben wir denn da Feines? Goldmünzen, ein paar Pfeilen, Fläschchen, Fackel, Goldbrocken und ein kleiner Saphir. Nehmen wir den mit. Hui. So, meine Gnädigste, wir sind jetzt noch beim Wasserfall und so, ne? Jetzt ist die Frage, wann quatscht sie mit mir? Den machen wir noch platt. Jawohl. Wow. Ein Stück weiter runter, oder? Warte mal. Du musst wieder speichern. So. Leider. Ich bleib erstmal hier. Ah, okay. Hat sich somit schon erklärt. Komm mit. Komm mit. Geht klar. Dann eben hier lang. Wasserfall und so, ne? Du, hör mal, ich denke, für mich ist hier Schluss. Die ganze Geschichte ist mir doch ein wenig zu heftig. Mal schön, ich gehe allein weiter. Hinter dem Wasserfall, da muss ich das Grab befinden, was ich suche. Mach das. Ich hoffe, du kommst da in einem Stück wieder raus. Ich werde hier auf dich warten. Das werden wir erleben. Ja. Ja, alles prima. Ja, das werden wir erleben, ob wir hier durchkommen. Lebend. Wir waren schon mal hier. Ich, ja,
vor einigen Parts, waren wir schon mal da. Mal schauen, ob irgendwelches Gedir wieder gespawnt ist. Dabei schaut es ruhig aus. Keine Ghule. Keine Echsendeppen. Ah, da war, glaube ich, eine Aschebestie, glaube ich. Die ist natürlich wieder heftig. Das weiß ich jetzt schon. Ja, da knurrt sie schon. Das könnte aber auch mein Magen sein. Nein, Spaß. So, schnell was trinken. So. I und I. I und I. Was nehmen wir noch? Ich würde sagen Grünblatt. Boah, futtern wir noch ein bisschen rein. Und gut ist. So, speichern. Ich mag die Viecher nicht. Wow. Wow. Hey, ich will auch mal schlagen. Wow. Das war natürlich nicht so gut. Da kann man nicht krass ausweichen. Ich hatte Glück. Boah, ich hatte Glück. Nein, das ist Skill. Ich hatte Skill. Ja, genau. Das war reiner Skill. Ja. Alter, das war nur Glück. Das war nur Glück. Ja? Mhm. An Tagen wie heute könnte ich Lotto spielen. Ach du Heilige. So. Da ist aber schön warm hier, ne? Schön angenehm. Lava-Temperatur. So habe ich es am liebsten. Ja. Coole. Cool. Ich sehe dich, du Mistfink. Jawohl, hin ist er. Mua. Das war's auch schon mit dem Viech. Noch mehr Ghule? Derweil schaut's nicht so aus. Was? Wo? Boah, das hört sich gerade schier an. Mich trifft nochmal der Schlag, echt. Bitte, was ist denn das für ein Geräusch? Alter! Meine Nerven! Meine Nerven, ich sag's euch. Meine Nerven! Ach so. Ah, da ist eine Reiselust. Perfekt. Da kann ich nämlich auch schon einen Trank daraus brauen, um dadurch mehr Erfahrungspunkte zu bekommen. Boah. Ja. Das kann sich dann ja schon mal sehen lassen. So, wie kommen wir da jetzt rauf? Hier, ne? Da ist ein Ghoul. Nicht gut. Der wird mich jetzt sicher umbringen. Ja, ich sag ja. Ja. Der nächste. Drei. Du Saufig. Jawohl. Schluck. Schluck, Schluck, Schluck. Boah, ey. Alter Schwede. Alter Schwede, alter Schwede. Atme. Atme, atme, atme. Krasses Pferd. Wo sind wir da? Ein Nautilus. Tschüss. Tschüss. Ich weiß, ich bin ein Schwein. Aber ja, die müssen weg. Die sind ganz gefährlich. Und Licht wäre auch mal nicht schlecht. So ist es schon angenehmer. Oi, 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 oi. Gibt es hier zufälligerweise ein Erz für uns, das wir mitnehmen können? Ein, zwei Erz, drei, vier nehmen wir auch mit.
Nö, aber eine Heilwurzel. Ist auch supi. Na, Obsidian? Obsidian? Ja. Obsidian. Super. Jawohl, hau nur drauf. Fein machst du das. Jo. Die nächsten 5 Stück. Yeah. So, da waren wir jetzt. Das heißt, wir müssen darüber und die Barriere brechen. So, ich werde es wieder speichern. Obwohl das da gar nicht so gefährlich ausschaut. Ja, hörst du mich Gefahr? Ich lache dir ins Gesicht. Hahaha. Oh, und? Ah, ja. Schwung. Freund oder Feind? Feind. Definitiv Feind. Jo, au. Du schierches, dreckiges Bullenviech. Au. Ja, ja, ist schon gut. Ja. Schau dir das an. Der ist ja flink. Ja, ja, ist schon gut. Alter. Aber ich block ganz schön. Also ich bin echt brav mit dem Blocken. Oh. Oh. Da geht sie noch tiefer runter. Ja. Freilich. Sicherlich. Wow. Heureka! Falle. Falle aktiv. Böse Falle, böse Falle, böse Falle, böse Falle. Falle aktiv. Böse, böse. Ja. Falle ist böse. Wow. Das heißt, hier runter und wieder auf alles gefasst sein. Es grummelt schon wieder was. Immerfort grummelt mir irgendwas an. Da kannst du die Hosenstrichen voll haben, echt? Ja, ist ja so. Warte mal. Da war sicher da oben irgendwo ein Schalter, ne? Wenn hier schon keiner ist. Oder es könnte auch sein, dass ich wieder was mit Telekinese machen muss. Nö. Fackel? Komm her. Nope, da gibt es sicher wieder irgendwo so einen Kackschalt. Was? Ah, Druidenschierling. Ein Schierling. Da muss da oben wieder irgendwas geben. Schaltertechnisch. Oder ich mach's ganz schlau und ich setz einfach Levitation ein. Hui! Da es sich da um Stacheln handelt, dürfte ich normalerweise keine Probleme haben. So ist es auch. Aha, Falltür. Ich sehe dich, Falltür. Da tun wir wieder brav speichern. Ich würde mal sagen, ich nehme den da mal her. Ach, ist schon wieder so finster. Hallo! Schau, wie sie die Fallgrube ausweichen, die Schweine. Ja, ein Untoter, sicher. Her, von und zu Untot. Ja! Ja! Wow! Himmelsal. Ja! 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 Jawohl! Na komm! Ja! Jo, schön! Bam! 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 Alter, Alter, Alter! Hey, hallo! Du Sau! So, perfekt! Mua! Falle! Falle ist böse! Da Hebel! Super. Noch ein Hebel. Alter. Aha, zwei Wege. Okay. Zwei Wege.
Bist du vielleicht auch noch ein Schalter? Ja, sicher, warum nicht? Haben wir jetzt alles offen? Aha, die Falle bleibt bestehen. Aha. Mhm. Was? Da drüben ist er. Ich sehe dich, Gradler. Komm her, Gradler. Zwei Gradler. Schlecht. Was heilen, was trinken. Irgendwas rein damit. Ich bin ja immer so patschert. Ich und diese Fallgruben. Ja. Hallo. Ihr grauslichen Viecher. Ja. Bam. Wow. Ja, nicht schlecht. Ja. Gut. Ja. Ja, sehr gut. Der erste ist schon mal weg. Wow. Nein! Nein! Warum? Ich habe mich gesperrt. Lade. Bitte. Mach. Komm. Komm. Mach. Lade. Hopp. Du. Mach. Kein Bock mehr. Keinen Bock mehr. Ich glaube, das Spiel hat keinen Bock mehr. Hallo? Würde mich jetzt auch nicht wundern. Würde mich auch gar nicht wundern. Mal kurz klubschen, wie spät haben wir es denn schon? Das wäre jetzt noch eine Stunde, wäre das jetzt noch. Hallo? Ja. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Jo, das war's. Risen hat sich offiziell aufgehängt. Yay! Wartet mal kurz. Starten wir gleich wieder. Ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Keine Sorge. Keine Sorge. So, also, komm her, Schnucki. La 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 la. Ja, ja, so ist das. Ja, wenn's scheiße läuft, dann anständig. Ach, so ein Pech, ey, trifft er mich da volle Hütten. Ah, okay, jetzt muss ich, aha. Das ist natürlich jetzt schlecht. Ja. Ich muss den PC neu starten. Weil Steam der Meinung ist, Risen läuft. Und das lässt sich erst dann beheben, wenn man den PC neu startet. Also bei mir halt. Super. Also wir hören uns dann gleich wieder. Ich muss mal kurz den Stream abbrechen. Also bis gleich. Herzlich willkommen zurück. So, ja, technisches Spezialgeschichtel wieder, Teil 2 sozusagen. Eines hatten wir heute schon. Gut. Ich hoffe, dass es jetzt läuft. Ich muss gerade mal 12 Sekunden warten. Um zu schauen beim zweiten Bildschirm, ob es auch wirklich hinhaut. Ja, ich hoffe schon. Mal ein Momentchen warten. So, mal schauen, ob er mittut. Ich sag's euch. Das ist Nachtschauen. Ich schaue mir selber. Es geht schneller. Ah, schaut gut aus, glaube ich. Okay, alles klar. So, weiter geht's mit dem Gemetzel. Und diesmal hoffe ich, dass ich es besser hinkriege. Hallo, ihr zwei Deppen. Da. Haben wir uns schon mal vorgestellt. Au! Oh. Ja, jetzt bist du auch schon, bin ich der Depp. Wow.
Ja, schön. Den Nachbarn gleich erwischt. Ja, komm her, du Mistfink. Blink was. Wow, blinkt sie nicht viel. Wow. Jetzt ist genug. Ja. Ja, das sicher. Ja, ja, ist schon gut. Habe ich schon geschnallt, dass ihr unbedingt einen auf die Fresse wollt. Jawohl, der hintere ist schon mal besiegt. Der ist hoffentlich auch gleich weg. Oder auch nicht. Boah, Gott sei Dank. So. Haben wir ja. So, gut, ich muss ja schnell das Bild kontrollieren. Schaut alles okay aus. Läuft. Ja, schaut gut aus. Ah, ja. Da. Ja, aber auch noch so ein Klumpert. Hebel. Gut, da geht mal die Tür auf. Das ist sehr schön. Wir sollten vielleicht nochmal was schlücken, was trinken. Köstlich, yam yam. Gibt es hier noch irgendwo einen Schalter? Weil das schaut doch aus, als wenn sie es verbinden könnt. Na, das konnte sich nicht verbinden. Da kommt man später noch hin. So war das. Sarkophag. Ja, ist klar. Ist so klar. Was? Der ist erledigt. So schnell kann es gehen. So schnell isst man Knochenmehl. Was haben wir da? Einen kleinen Saphir, ein Fläschchen, einen Ring und einen Speer. Jo, nehmen wir gern mit. So, die Fackel nehmen wir mit. Jo. Gibt es hier irgendwas Verstecktes noch? Ein Schalter, ein Trank, irgendwas? Nope. Nein. So. Ich wollte nur mal ankündigen, dass wir speichern. Zum einen. Und zum anderen, dass wir jetzt circa noch eine Stunde oder so aufnehmen, also twitchen werden. Dann ist es, glaube ich, eh halb zwei ist dann schon. Boah, die Zeit vergeht. Wow. Und dann, ja. Jo. Supi. Und dann war es das für heute leider. Wir haben eigentlich die zwei Parts, die uns vorige Woche abhanden gekommen sind, nein, die uns fehlen, danach geholt. Waren wir schon fleißig diese Woche. Hallo, du Kratler. Sieh, kommt es alle drei, habt ihr recht? Es ist nicht so, dass ihr nicht sonderlich schwer zu besiegen wärt. Sind sie eh nicht. Boah, das geht echt gut. Besser als gedacht. Au, 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 au. So. Gut ist. Schön. Lief doch super. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch eine Fackel. Und fackeln nicht lange rum. Ja, das ist wieder so eine Aschebestie, ne? Wahrscheinlich wieder so eine verdorrte. So eine Untot. Was haben wir denn da? Hier gibt es eine Karte der gesamten Anlage. Yeah. Und das war's? Kann man die... Nichts Neues. Okay. Eine Karte. Was haben wir da? Was für die... Na, war das schon, wenn es was für die Nautilus gewesen wäre. Da ist Falle, ne? Böse Falle, böse Falle, böse Falle, böse Falle. Ja. Böse Falle. Dann muss es hier einen Hebel geben. Einen Hebel. Ja, ja, da grummelt er rum. Ah, ja, ich weiß schon wieder. Ich weiß es schon wieder. Dann schlagen wir mal die Wand. Irgendwo kann man, glaube ich, die Wand einschlagen. Da, glaube ich. Ja, ja. Dieser Stein sieht brüchig. Die Nase juckt. Dann hau nur drauf, mein Freund. Wum. Bam. Doing. Ja. Schalter.
Jetzt müsste hier irgendwo ein Dürtel aufgegangen sein. Beide? Na, nur eine. Dann gehen wir halt da rein, ne? Schaut schon wieder leicht ungesund aus, alles zusammen. Das heißt, es ist wieder speicherungswürdig. Ja, sobald was ungesund ausschaut, muss man speichern. Ah, da kommen wir, glaube ich. Achso, da braucht man auch. Auch einen Schalterli. Ein Schalterli. Jetzt sind wir auf der anderen Seite, ne? Zumindest fast. Oh, weia. Da geht sicher jetzt irgendwas mit Telekinese. Denke ich mal. Zumindest kann ich es mir vorstellen. Ich habe. Magie wirkt hier nicht. Och, du, wegen dem Scheißkristall, ne? Ja. 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 Da komme ich nur rein, wenn ich was betätigen kann, ne? Ja. Kann ich hier noch was einschlagen? Nein. Ist das Kacke? Nein. Doch. Na, da muss es weitergehen. Ach, das war wieder ein doofes Rätsel. Halt, Entschuldigung. Falsche Seite. Falsche Tür. So. Das war, glaube ich, wieder ein bisschen kompliziert. Keine Magie. Ist die Frage. Wie bin ich. Mit Levitieren habe ich es, glaube ich, geschafft gehabt wieder. Mit Levitieren. Darüber. Dieser Kristall strahlt eine seltsame Macht aus. Da kannst du levitieren, glaube ich, auch nicht, ne? Das ist ja auch ein Zauber. Magie wirkt hier nicht. Richtig. So, kannst du hier hoch? Ja. Dann tun wir mal Gegend anschauen, oder? Da. Magie wirkt hier nicht. Jetzt ist die Frage gewesen, wie habe ich das angestellt? Willst du wieder darauf? Bitte? Für mich? Bitte? Darauf? Danke. Wie habe ich Depp das schon wieder angestellt? Ich glaube, so ging es nicht. Ich konnte auch nicht drüber hüpfen. Oder doch? Konnte man darüber hüpfen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich muss mal speichern, aber ich glaube nicht, dass das so einfach ging. Da musste ich, glaube ich. Eureka! Ja. Da musste man, glaube ich, irgendwie außen rundherum schon wieder. Das war wieder so fies und gemein. Wie habe ich das angestellt gehabt? Ich glaube, ich habe mich irgendwie rüberglitschen können. Aber voll vergessen, wie das ging. Aber na, ich glaube, da hilft auch kein Glitschen. Das müssen wir anständig machen. Anständig. Habt ihr gehört? Anständig. Das heißt, ich brauche Schalter. Ohne Ende Schalter. Es gibt keine Falltüren, die mich irgendwo anders hinbringen würden. Ist da oben irgendwas versteckt? Nö, dieses Mal nicht. Da gibt es, glaube ich, nichts, was mir da jetzt helfen könnte. Ich könnte probieren, hier nochmal wegzugehen. Vielleicht, ja, weil ich hier rumgefallen bin, ne? Vielleicht gibt es da noch einen anderen Weg. So. Alle hopp. Alle hopp. So. Jetzt muss ich wieder rüber. Mist. Da muss ich wieder levitieren. Ach, das ist doof. Da will ich bald keine, wenn ich so weitermache, keine Dingens mehr haben. Hui, hui, hui. So. Gut. Da drüben war ich noch nicht. Hier. Aha. Und ich glaube, ich weiß schon. Warte.
Da konnte ich, glaube ich, von der Seite konnte ich noch levitieren, glaube ich. Werden wir gleich sehen. Magie wirkt hier nicht. Vergiss es. Habe ich es mit Anlauf gemacht? Nein. Zumindest nicht da. Ich bin aber rübergesprungen, ich weiß es noch. Aber wie, mit was? Von da drüben? Darüber? Schräg? Ich bin auch schräg. Da ist so schräg, hä? Das ist das Rätsel-Lösung. So, jetzt haben wir's. So, schwere Dingstruhe. Ja, natürlich ist es wieder verkehrt. Mist. So. Jetzt haben wir's. Wow, 204 Goldmünzen, ein paar Pfeile, eine Perlenkette, ein Heiltrank, Verwandlung in eine Aschebestie, Schlösser öffnen und einen Kerzenleuchter. Super, nehmen wir gerne mit. Dann haben wir hier eine schöne Blume, eine Mana-Wurzel. Jetzt wäre ich fast runtergestürzt wieder. Super. Ah, passt, haben wir Sesam öffne dich gespielt und schnell speichern nochmal. So. Ich brauche Licht. Oh je. Oh je. Oh je. Geht schon rum. Und fortsetzen. Alter, ich will auch mal. Auf jeden Fall mit Ausweichen, dann geht das schon. Aber ich kann ja so gut ausweichen, damit das überhaupt nicht gut funktionieren tut. Ja. Da, nochmal. Komm her, Arschkopf. Ja. Alter, du Sau! Wow! Das ist ja unfair. Hallo, das ist unfair. Ich muss seitlich weghüpfen. Also wirklich. Du Scheißviech. Echt wahr. Blödes Mistviech. Untoter Kackkrüppel. So. Alter! Alter! Aber fast. Wir kriegen das schon hin. Bisschen schöner spielen noch. Das geht. Das kann ich. Ah, geh pfui, Spinne. Echt. Pfui, du untotes Viech. Wo ist es denn? Hallo? Da. Ja. Wow. Ja. Ja. Wow, 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 wow. Weg, weg, weg! Wow, wir haben es geschafft. Da kann ich mir bald selber nicht mehr zuschauen beim Spielen. Übel. Ah, Mistviech. Zähne und Knochen. Sehr schön. Ah, wunderprächtig. Speichern. Da, speichern. Okidoki. Hui, caramba. So, wo sind wir hier? Da ist eine Schatzetruhe. Wieder zum Aufschließen.
Natürlich. Und nochmal von vorne. Ja, klar. Der Dietrich ist abgebrochen. Zum Glück haben wir 3 gekauft. Der Dietrich ist hin. Nochmal hin? Echt? Geschafft. Mistding. Da. Trank. Ja, also so ein gemischter Trank mit Lebensenergie und Mana. Dann 2 Liter Wasser und 2 Bärl. Schön. Supi, 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 supi. Aha, da. Oh. Und da geht's schon weiter. Haben wir da noch irgendwas zufällig? Brauchbares? Nope. Okay, dann tun wir wieder speichern. Ja. Und fortsetzen. Ihr untoten Schirchengratler. Ihr seid echt ein Hammer. Scheißviecher. Ja. Oh. Du spinnst? Weg ist er. Dann hat es mir die Gegend geschleudert. Das schaut so lustig aus. Na komm. Baum. Hallo? So. Bam. Supi. Puh. Yay. So, nochmal trinken. So schön langsam komme ich ja vorwärts. Ja, läuft aber auf jeden Fall viel besser als den einen Abend. Der eine Twitch-Abend, wo ich echt nur gestorben bin die ganze Zeit. Wow, das geht sich aus. Gut. Oh, oh, oh. Oh je. Bam. Du Dreckschwein. Komm her. Ja, ja, sicher. Es ist so klar. Wenn der eine nicht tut, tut der andere, ne? Ja, ja. Ist schon gut. Ist schon gut. Ja, ja. Ich bin schon so gut wie des Todes. Trinken. Ja, ist klar. Das geht sich nicht aus, zeitlich. Das ist wieder mal so typisch. Das ist so typisch, echt. Du Gratler! Weil ich da jetzt rüberhüpfe, verstehst? Greifen die mich sofort an, wie gemein. Das ist eine Frechheit, das ist so gemein. Diese Echsenmenschen benehmen sich wie ein Schwein. Lalilalalala. Alter! Jawohl! Jui, schön. Ja. Fast. Wow. Stirb doch. Nicht ich. Ja, das geht sich nicht aus. Wenn du so viel wenig Leben hast, das geht sich nicht aus. Schweinerei. Ich hätte echt so ein paar. Warte, ich hätte so ein paar Tränke bauen sollen. So Lebensenergie plus. Ich wollte es für Stärke aufbehalten. Mist, verdammter. Wegen dem Titanen. Wow. Hüpf. Alter. Na, du Gratler. Jetzt komme ich auch. Wow. Der kann herhüpfen. Das gehört sich aber gar nicht. Wow, der kann ja hüpfen. Jetzt ist er gleich hin. Jawohl. Wupp, 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 wupp. Level aufgestiegen. Super. Supi-dupi. Und speichern. Aber schon flotti. Yeah, super. Der eine ist halt leider über den Jordan. Aber das macht nichts. Hoi, Reka. So, die Fackel. Und was saufen. Yeah. Ein Sarkophag. Oh, was haben wir denn da drin?
Nicht wieder etwas streng, aber Knüppel aus dem Sack, eine Mana-Pflanze und ein Pokal sind drinnen. Super. Ich frage mich nach wie vor, wie da drin eine Mana-Pflanze existieren kann, aber ich schon so. Ah ja, natürlich. Ein Skelettkrieger. Zack, zack, zack. Schau, kann er sich noch wehren, der Kerl? Aber jetzt ist vorbei. So, ein paar Goldmünzen hat er gehabt und seinen Ersatzknochen. Ja, den man immer mit dabei haben muss. Mal von vorne. Ja. Und nochmal von vorne. Ja, schon gut. Wer Dietrich ist denn? Jetzt hör auf! Der Dietrich ist abgebrochen. Und der Schluss ist anders. Jawohl. Ist ja gemein, oder? Sauerei. Starke magische Heilung, einen Kerzenleuchter und ein goldener Teller. Nehmen wir gerne mit. Steinerner Thron. Ja, jetzt weitergeht, kann ich mich da mal hinsetzen. So, wieder ein kleines Tränkelein. Und wieder ein flottes Speichern. So, und weiter kann's gehen. Was haben wir da? Hebel. Ja, den betätigen wir mal. Das hört sich so an, als wenn die Falle entschärft worden wäre. Ja, ist da noch ein Hebel? Der ist sicher auf der anderen Seite, oder? Da ist mir sicher keiner. Das bedeutet Telekinese. Komm, hoch mit dir. Oder auch nichts, Telekinese. Hm. Was? Hm. Jetzt oben? Nö. Dann passt es schon so mal. Das passt dann schon mal so. Da muss es hier vielleicht noch einen zweiten Schalter geben. Was haben wir denn da? Okay, die Wand können wir nicht eintreten. Oder einschlagen. Ich werde so dunkel. Ich werde mal wieder so eine Lichtmagie verwenden. Hui! Nö. Da kann ich suchen, wie ich möchte. Da gibt es keinen Schalter. Wir könnten da mit Eile durchsprinten. Und ich fürchte, das wird auch das Rätsels Lösung sein. Also werden wir speichern, wie immer. Und dann mit Eile durchlaufen. Wo haben wir sie denn, die Eile? Nicht mehr genug Mana. Was? Jetzt hör auf. Nehmen wir die. So. Yeah. Hat hingehauen. Und natürlich den Hebel gleich betätigen. Was? Ach so. Warte, muss der runter. Ich habe gedacht, das ist für die Falle. Der ist es da hier. Okay. Na, der soll schon offen bleiben. Aber da haben wir was. Das war jetzt der hier. Aha. Ach so, wir sind dann wieder hier. Okay, ich verstehe schon. Okay. Was der mir gebracht hat, weiß ich noch immer nicht. Da war, glaube ich, irgendwann was mit schnell und schnell sein müssen. Ich bin gerade überhaupt nicht weitergekommen. Wenn ich jetzt großes Pech habe, bin ich irgendwo falsch abgebogen. Das wäre natürlich jetzt scheiße. Ich bin damals beim ersten Mal auch hier herumgeschimmert, dass die Hälfte genug war. Ach so.
Ich glaube, ich sollte mir mal die Karte anschauen. Die Karte wäre sicher nicht so schlecht. So, machen wir hier mal ein kurzes Päuschen. Und zwar... Karte. So. Karte der Insel. Kleine Karte. Hafenstadt, Banditenlager, Vulkanfestung. Karte von Karte Höhlen. Da, ne? Da ist zu, da ist zu, da ist zu, da ist dreimal zu. Dreimal zu. So, ja. Da drüben wäre was. Hier. Aber da kommt man erst dann hin, wenn das da und das da kaputt ist. Da ist ein Schalter. Kleine rote Pünktchen. Vielleicht habe ich jetzt einfach nur ein paar Schalter übersehen. Das könnte nämlich jetzt echt der Grund sein. Meines Dilemmas. Da kommen wir nicht mehr weg, ne? Na. Jetzt muss ich da nochmal scheiß Levitieren einsetzen. Weil die scheiß Spitzen nicht weggehen. Ernsthaft? Ruck. Ja, werde ich wahrscheinlich müssen. Habe ich dann irgendwas übersehen? Ganz blöd. Warte mal, Osttempel. Ich werde das mal hier raus. Achso, das kann man nicht rauslegen. Oder doch? Na. Leider nicht. Na, ich hätte es gebraucht. Ich muss das nochmal erkünden. Ich habe noch zwei, ne? Schlecht ist das. Scheißlich ist das. Scheißlich ungut, sage ich euch. Darüber wäre auch nicht schlecht, ne, wenn man kommen würde, denn... Dieser Kristall strahlt eine seltsame Macht aus. Heureka! Oh, da. So, müssen wir halt nochmal gehen. So, da sind wir hier. Könnte ja nämlich sein, dass es hier mit Nautilus und so weiter irgendwie weitergehen tut, ne? Mit der Verzauberung. Ja. Heute. Na, bitte, hüpf! Ach, du bist ein Depp. Du bist ein Trottel. Das habe ich schon vorher gewusst. Gescheißen Dreck. Scheißen Dreck. Schon wieder. Der hüpft jetzt nicht mehr richtig. Warum hüpft denn jetzt nicht richtig? Weil, Alter, was hast du für Probleme? Du sollst hüpfen. So wie du es immer getan hast. Der hat keinen Bock mehr wahrscheinlich. So wird's ausschauen. Der will heute nicht mehr. Ich renne mit Absicht jetzt bewusst ein bisschen. Wow. Wer Dark Room. Durch die Gegend. Wow, das war knapp. Hat aber hingehauen. Ja, Sarkophag, das hilft mir halt nichts, ne? Da kommen wir nur wieder hierher, ne? Das ist einfach nur ein Kreis, mehr ist es nicht. Ich setz mich echt mal hin.
Ich habe gerade echt keine Ahnung. Aha, wenn ich sitze, darf ich die Karte nicht aufmachen. Ist klar. Ist logisch. Ist absolut logisch, weil beim Sitzen kann man nicht lesen. Das macht man immer so. Ich habe das nur vergessen. Da müssen wir noch her, ne? Das ist noch nicht erkundet. Warte, ich versuche jetzt ein Ladedings zu bekommen. Der jetzt vielleicht besser passt. Laden. Ich würde sagen, der hier. Da ist mein ganzes Stück zurück. Jo, ich weiß. Jo, in einer halben Stunde ist vorbei. Mhm. Wow. Servus. Stimmt, das war jetzt der Punkt mit Elite und so, ne? Elite, sage ich genau. Eile. Ach, das scheiß Mana, schon wieder zu wenig. Scheiß Mana! Oh. Und Eile ist geboten. Na, geh hoch, du Klumpert. Hui, 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 hui. So. Ein Pilz. Noch ein Pilz und eine Steinplatte haben wir da. Hm. Gut. Und dann sind wir halt schon wieder da. So, jetzt muss ich mal schauen. Wo müssen wir hin? Wenn ich mich jetzt runterpurzeln lasse. Der zeigt mir halt an, dass ich darüber sollte. Von da sind wir aber gekommen, oder? Ich probiere es jetzt einfach mal. Vielleicht habe ich ja von dort was übersehen. Ich gehe da einfach mal wieder zurück. So. Wie schaut es kartentechnisch aus? Naja, okay, da ist eigentlich nur der Ausgang, ne? Da kann ich nichts übersehen haben. Das kann hier echt nur irgendwo mit der Nautilus oder so weitergehen. Ich glaube, das... Fünü, fünü, fünü. Kreuzkruzi Türken, das gibt's ja nicht. Bah, da bin ich gehängt, das weiß ich noch. Nicht mehr gewusst, wo ein, wo aus. Ich glaube, hier soll wirklich das Rätsels Lösung sein, wahrscheinlich. Im gesamten Raum, denke ich mal, kann man kein Levitieren einsetzen, ne? Magie wirkt hier nicht. Ja. Hoppala. Dass man vielleicht mit einem Bogen was ausrichten kann. So wie es damals bei Gothic war. Ich kann auch nicht mehr sagen, wie ich darüber bin, ne? Kann ich echt nicht mehr sagen, weiß ich nicht mehr. Oh
Bis mit Anlauf und Sprung? Schaffe ich es normal auch nicht. Weißt du ja nie, wow, so einen Sprint zusammenbringen könntest, ne? Nö. Da glitscht du dir nur maximal fest. Ich hab's echt vergessen. Ach, das ist wieder ärgerlich. Muha. Vor allem, weil ich echt gerade voll anstehe wieder mal. Es ist gerade nicht sehr schön. Ich probiere es einfach mal. Ob ich irgendwas entdecke, aber ich weiß echt nicht mehr, wie es gegangen ist. Das ist so eine blöde Geschichte. Das ist klar, der Hebel, ja. Jetzt habe ich gedacht, ich hätte ein Loch entdeckt für die Nautilus. Grrr. Verwandlung, Aschebestie, echt, da wären Dings. Magie wirkt hier nicht. Da wäre eine Schriftrolle da oben. Willst du da raufkommen? Beißt es gerade übel. Gerade richtig böse. So ein Mist. Ich habe jetzt, ich stehe gerade echt wieder mal an Vollgas. Dabei war es, ich weiß, es war dann so logisch, dass ich mich facepalmen musste. Ich stehe schon wieder an. Das ist ein Wahnsinn. Immer an denselben Stellen, ne? Aber immer. Wurscht, wie oft ich das spielen würde, ich würde immer da anstehen. Den Schalter nochmal drücken, dann geht eine andere Tür auf. Ja, so einfach. Und wieder mit so einem Scheißviech. Hey, was trinkst du so ein Schwachsinn? Du musst schon was Größeres saufen, du Depp. Ja, das macht natürlich einen Schmarrn, das ist eh klar. Ja, jetzt trinkt er wieder den kleinen. Hallo, du musst den großen trinken. Ja, die kleinen Kacken da. Ach du Kackviech, wie ich dich hasse. Null Damage. Ich mache echt null Damage. Das ist ein Wahnsinn. Weglaufen ist halt auch so eine Kunst, ne? Wow. Du grausliches Scheißviech. Durch den Tisch durchgeglitscht. Ich habe gedacht, jetzt hätte ich da ein bisschen an Schutz. Jawohl. Geht ja. Mistviech. So war das. Den Schalter mehrmals benutzen. Dann geht's weiter. Oh, war da nicht auch wieder irgendein Schwachsinn?
War da nicht ein schwacher Sinn, schwacher Sinn, schwacher Sinn? Oh Gott, da gibt's viele Wege. Hallo! Und ich glaube, da war die Winde, ne? Da sind die Winden, damit ich die Scheißbrücke runterziehen machen kann. Stirb. Nichts mit rüberglitschen. Ich bin auch so ein rüberglitschen. Ja, komm. Geh sterben. Bäm. Ja, wow. Ich sehe schon, ich brauche Licht. So, Licht. So, Licht, Licht, Licht. Winter wird gedreht. Ja, schmeiß die Fackel weg, hast du recht. So. Jawohl. Winde 1 steht. Geht. So. Kann man die Wand einschlagen? Nö, ne? Brauchst du wieder so einen depperten Schalter? Jo, freilich. So, da. Und dann die zweite Winde, ne? Die war, glaube ich, schon da drüben. Ich glaube sogar, dass das gar nicht mal so unfalsch ist. Oder? Ist es falsch? Falsch, nicht falsch. Falsch, nicht falsch. Auf jeden Fall ist da eine Mana-Pflanze. Kann man die jetzt benutzen? Wäre? Magie wirkt. Scheiße. Magie wirkt hier nie. Mi. Aber konnte man den nicht sogar mit einem Pfeil betätigen? Ach, da bin ich damals gehängt. Alter Schwede. Konnte man die jetzt da nicht sogar anschießen? Warte mal. So, aber treffen wäre auch eine Kunst, ne? Ja, geht. Siehst du das? Seht ihr das? Du musst sie mit einem Pfeil oder mit einer Armbrust anschießen. Ich sag euch, ich habe da Stunden verbracht damals. Stunden. Und das. Nautilus. Schau, Nautilus weg. Wie gar nicht wissen, wo die mir jetzt hinführt. Nautilus. Verwandelung. Gutsch, 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 gutsch. Ja. Falsch. Falsche Waffe. Trank. Scheiß Magie, Fuzzi. Au, du Krippel. Passt, hin ist er. Boah. Puh, wieder eine Fackel? Ist er drüben? Ja, sie ist da drüben, neue Kratler. Ist ja ganz klar. Boah. Ich von den Viechern. Der krass. Dietrich ist abgebrochen. Nicht der Ernst jetzt, oder? Geschafft. Ja, puh. Wow, 196 Goldmünzen. Ein Titanenbogen. Perlenkette, Telekinese, ein Dietrich und ein Pokalkrämer. Feine Sache. Feine Sache. Einen Sarkophag. Oha, da ist auch was drin. Uff, und wie es wieder stinkt hier, ne? Ach, Dornenkeule, Holzschild und Skelett beschwören. Perfekt, nehmen wir gerne mit. Oh, gut. Das ist wieder speicherungswürdig. Schließlich sind wir wieder weitergekommen. Hallo, ihr Gratler, ihr Schirchen. Kommt's näher. Drei. Ich bin jetzt so bescheuert. Ja, super, Glück gehabt, nur Glück gehabt, wow. Ja, ja, ist schon gut. Bist fertig? Jawohl, der hat schon mal gesessen. Na, fertig? Jawohl. Bounce. Wow, langsam.
Jo, den Hinteren hat's erwischt. Jo, den hat's Abbild erwischt. Jo. Ja, komm her. Na schade, nicht erledigt. Die sind so schwer. Bau, yeah. Bling, ouch. Du bist Fink. Damn. So muss es ausschauen. Ich glaube, wir metzeln hier. Ich glaube, bis wir das Spiel durch haben, gibt es keinen einzigen Echsenmensch mehr, der irgendwie lebt. Weder untot noch lebend. Boah. Mal was saufen. So, runter damit. Und speichern, selbstverständlich. Das war schon wieder gut. Das war schon wieder brav. Uiuiuiui. Hm? Es ist schon halb? Was? Na, hör auf. Meine Güte. Ja, warte, ich schaue mir den Raum hier schnell fertig. Und dann ist für der Twitch-Abend für heute vorbei. Puh. Und das mit Überlänge. Ich mag Überlänge. 60 Gold und einen Lichtzauber haben wir bekommen. Supi. Gibt es hier ein... Ja, Obsidian. Ja, das ernten wir gleich. Das bauen wir gleich ab. Das ist sehr gut. Mehr ist nicht zu holen. Jo. Ich mache noch 5 Minuten drüber, weil wir hatten ja wieder ein kleines technisches Problemchen, wo ich Risen neu starten musste. Und dann werden es circa 1,5 Stunden sein, denke ich mal, für... Die YouTube-Leute auch. Da. Da, Sesam, öffne dich. So. Von da... Ah, da ist noch ein Hebel. Boah, das sind fast 20.000 Hebel. Sind doch nur 2. Ja. Von da sind wir gekommen, ne? Jo. Ah, Echsenschwert. Den nehmen wir mit. Schade ist, dass man die nicht irgendwie verwerten kann, ne? Das haben wir. So, dieses oder jenes? Ich würde sagen, dieses. Hallo? Ah, das ist ein Verbindungstunnel. Aha, gut. Dann zum anderen. Hier rüber. Aha, zu die Winden. Okay, ja toll. Das ist nur Verbindungstunnel. Ja. Gut, schön. Das ist eh nicht so verkehrt, weil da müssen wir eigentlich eh runter. Oh. Wir müssen jetzt hier wieder zu dem einen Raum, wo die Zugbrücke jetzt runtergelassen worden täte tut. Ach, nein, falsch. Hier lang. Oh, warte. Doch richtig. Nochmal den Schalter drücken. Jetzt macht sich die Tür zu und macht sich die drüben eine auf. Und da drüben ist ja noch was. Glaube ich. Wieder speichern, unbedingt. Und da müssen wir den Schalter nochmal drücken, dass wir dorthin in den Raum dürfen, wo eigentlich die Zugbrücke sein sollte. So. Ja, so circa in etwa, so irgendwie. Ah, das wird auf Falle, ne? Hey! Jawohl, jetzt ist er rübergesprungen. Ich wollte nur ganz sachte schauen, aber ja. Natürlich macht er das. Immer dann, wenn ich es nicht brauchen kann. Und wenn ich es brauchen tue, dann tut es nicht machen tun. Ist ganz logisch. So, also nochmal hier rein. So, da müsste ich wieder rüber levitieren mit unserem letzten Levitieren-Zauber. Ich bin umhängen geblieben. Dein Ernst? Das ist Betrug. Mit meinem depperten Dickschädel umhängen geblieben und dann stürzt er runter. Verstehst? Alter, wie knapp geht denn das überhaupt? Das soll mit rechten Dingen zugehen? Okay, oder es klappt so gar nicht. Wie habe ich denn das wieder hinbekommen?
Ich weiß es gar nicht mehr. Ein Hebel findet man halt auch nicht an, ne? Für so einen Schmarrn. Einmal probiere ich es noch. So, schön am Rand hier. Einmal geht's noch. Und dann... Nö. Ja, vielleicht... Obwohl, das ist eine Kiste. Da müssen wir hin. Und eine Winde. Da müssen wir hin. Fuck. Das muss so gehen. Ich muss das besser können. Scheiße, Dreck, Elendiger. Falls ich zu fix nochmal. Wahrscheinlich war das Mana zu wenig, ne? Wie schaut's mit Mana aus? Ja, freilich ist es Mana zu wenig. Die Türken Himmel herrscht uns wieder nochmal. Das ist unglaublich. Ist das also wirklich so? Da, was ist es? Was? Nein, ich fluche nicht. Was? Nein. Ich speichere da mit Absicht, damit, wenn ich fehle, die 2 Meter nicht mehr gehen brauche. Na, Gottes Wild. Wer macht denn sowas? Ja, yeah, so muss das ausschauen. Kackhebel, jetzt ist die Falle weg. Kacktruhe, was haben wir da drin? Ach Gott. Mal von vorn. Natürlich. Und nochmal von vorne. Immer diese 50-50 Chance. Na also. Jetzt muss ich nachzählen, ob man wirklich stimmt. Ja, wir haben kleinen Anti-Magie-Kristall. Wir haben Skelettbeschwören, wir haben Lichtzauber, wir haben großer Mana-Trank und ein paar Bolzen. Prima. Und die Kackwinde. So, du Kackwinde. Oh, da wächst eine Pflanze. Wie kann da eine Pflanze wachsen? Da, jetzt dürfte mal die Falle. So. Leichte Armbrust. Ja, da hat es einen zerlegt. Definitiv. So, fertig. Das heißt, nochmal den Schalter drücken und dann reicht das für heute. So. Dann bleibt es schön spannend. So. Ihr seht es auch schon, ne? Wir haben so ziemlich alles richtig gemacht. Eine Winde fehlt noch zu diesem Monster. Und zum Ende dieses Elends. Ja. Damit wir es schön warm haben bis nächste Woche, stelle ich mich mal hier zur Lava hin. So, da ist schön warm mit automatischem Speichern und ich selber speichere auch nochmal. So, wie es sich gehört. Bravo. Und dann würde ich sagen, das war's wieder für heute. Vielen lieben Dank, liebe YouTube-Leute. Vielen lieben Dank, liebe Twitch-Leute, fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Mitmachen, fürs Mittun, für die Tipps wieder mal, für alles, fürs Erdulden und Ertragen meiner technischen Fehler und natürlich fürs Ertragen von mir. Und ja, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Nacht, eine erholsame Nacht, eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Und ja, wir hören uns im nächsten Part und sehen uns dann in einer Woche wieder. Also dann, ihr Lieben, tschüssi!